Übergriffe in der Disco, Initiative gegen sexuelle Belästigung vorgestellt. Und wenn ein Geschwisterpaar am Familienbetrieb zerbricht. Bruder, Schwester, Herz, unser Filmtipp. Guten Abend und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Antanzen, anfassen oder im schlimmsten Fall K.O.-Tropfen. Ein netter Partyabend kann schnell zum absoluten Albtraum werden. Genau gegen solche Situationen will sich die Initiative We Take Care einsetzen. Vergangene Woche wurde das Projekt im Che Heinz vorgestellt. Habt ihr schon mal sexuelle Belästigung oder vielleicht sogar Gewalt irgendwie im Club oder in der Nachtszene erlebt? Schon, also es kommt klar mal vor, dass jemand eng antanzt und vielleicht auch mal irgendwo hingrapscht, wo es nicht unbedingt, wo die Hand nicht hingehört. Ich glaube, es kommt darauf an, was man als Belästigung bezeichnet und was nicht. Aber so über den Daumen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, habe ich schon erlebt und ja, war scheiße. Also Gewalt noch nicht, aber Belästigung auf jeden Fall. Ja. Also nein, ich habe das noch nicht erlebt, nee. Und ich glaube, der hat einfach jede Frau so eine Geschichte. Ich habe das auch schon in etwaigen Clubs erlebt, bei anderen, leider auch bei mir. Und ja, entweder man spricht halt das Barpersonal an, die sind da meistens auch sehr hinterher. Aber wenn viel zu tun ist, ist es manchmal auch sehr schwer, da jemanden zu erreichen. Deswegen wäre vielleicht so eine externe Person im Sinne von einem Awareness-Team vielleicht oder sowas ganz gut noch. Gegen sexualisierte Gewalt und Belästigung in Clubs setzt sich das neu gegründete Modellprojekt We Take Care ein. Gemeinsam wollen Veranstalterinnen und Veranstalter, Beratungsstellen, die Landesgemeinschaft Soziokultur und das Referat für Frauen und Gleichstellung das Nachtleben in Hannover sicherer gestalten. Was in anderen Städten bereits auf großes Interesse gestoßen ist, soll nun auch in Hannover umgesetzt werden. Wir wollen die Gäste auf ihre inneren Grenzen aufmerksam machen und dass alle, die dort arbeiten, sensibilisieren, dass sie dort eine Radar- und Antennenfrequenz haben und dann Leuten, die selber eine Grenzverletzung empfunden haben, sich den Raum kriegen, sich sicher zu fühlen. Schulungen für alle Mitwirkende, ein Leitfaden zur Prävention und Hilfe und Aufklärung. We Take Care will auf ein Problem hinweisen, das zwar nicht unbekannt ist, aber noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Dabei ist zu wissen, ab welchem Punkt von sexueller Belästigung gesprochen werden sollte. Es ist auch eine individuelle Geschichte, also was für den einen irgendwie schon eine Belästigung ist, weil man wem am Arm zieht oder bei wem zu dicht tanzt, ist für den anderen völlig okay ist. Das Projekt umfasst daneben auch Diskriminierungen wie Rassismus, Homophobie und Transfeindlichkeit. Grundlegend ist aber zu wissen, jeder, egal ob Mann oder Frau, kann Opfer von Belästigungen und Übergriffen werden und sollte sofort Hilfe suchen. Durch Organisationen wie We Take Care ist das jetzt auch leichter und schneller möglich. Und wir kommen zu den Nachrichten des Tages, kurz zusammengefasst von Martin Schlüter. Ein Hausbesitzer aus der Nordstadt in Hannover wurde vom Kollektiv Nordstadt solidarisch am Samstag als goldener Miethai ausgezeichnet. Die Aktivisten zogen von der Lutherkirche mit etwa 100 Personen zum ausgewählten Preisträger. Durch Kurzzeitvermietungen von bis zu 34 Euro für den Quadratmeter habe sich der Hauseigentümer für den Preis qualifiziert. Zum vierten Mal ist der Negativpreis in Hannover nun schon verliehen worden. Anders als im letzten Jahr gab es diesmal keine Zwischenfälle. Der Hausbesitzer bestreitet die Vorwürfe. Die Infa in Hannover ist am Wochenende mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Insgesamt 180.000 Menschen haben die Freizeitmesse in diesem Jahr besucht. Vor allem die Workshop-Angebote und Rap- und Beatbox-Kurse kamen laut Veranstalter bei den Besucherinnen gut an. Neu in diesem Jahr war auch die Trendshow AAA, attraktiv ausgewählt, ausgezeichnet. Die nächste Infa findet vom 17. bis 20. Oktober in Hannover statt. Diese Woche veranstaltet der Kunstverein Hannover zusammen mit der Sophienschule im Künstlerhaus den Workshop Digitour. In diesem Workshop entwickeln die Schülerinnen und Schüler einen eigenen Videorundgang durch die aktuelle Ausstellung von Kari Absen. Der Kunstverein Hannover legt großen Wert auf die Vermittlung der Ausstellungsinhalte mittels digitaler Medien. So wurden bereits in diesem Jahr Projekte und Workshops zur Greenscreen-Technik oder digitalen Videoführung realisiert.
Die IGS Linden ist eine der größten Schulen in Hannover und sie ist sanierungsbedürftig. Die Stadt hat schon signalisiert, dass sie einem Neubau zustimmen würde. Die Ampelgruppe im Rat aus SPD, Grünen und FDP macht jetzt Nägel mit Köpfen. Sie wird in der nächsten Sitzung des Schulausschusses einen Antrag zum Neubau einbringen. Darüber hat meine Kollegin Renate Scheiblich mit der SPD-Ratsfrau Christine Kastning gesprochen. Frau Kastning, zunächst wird ja die IGS Linden saniert, aber trotzdem ist ein Neubau geplant. Warum eigentlich? Das hat schlichtweg damit zu tun, dass tatsächlich jetzt auch akute Sanierungsbedarfe da sind. Also ein Dach, was nicht dicht ist, muss saniert werden. Kinder, die in einer Zweigstelle zurzeit untergebracht sind und wieder zurück müssen, für die kein Platz ist, die brauchen im Hof für den Moment eine Modulanlage. Und bestimmte Brandschutzmaßnahmen müssen umgesetzt werden, damit der Brandschutz, die Sicherheit in dieser Schule gewährleistet ist. Das sind Beispiele. Und wenn man einen Neubau für eine so große IGS, und das ist die IGS mit rund 1400 Schülerinnen und Schülern, in Angriff nimmt, dann kann man sich wahrscheinlich schnell denken, dass eine Planung und Umsetzung einschließlich einer Finanzierung von einem großen Volumen auch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Das heißt, für die Zeit muss der Betrieb der Schule und wird er sichergestellt. Stichwort Neubau. Es sind verschiedene Standorte im Gespräch. Welche sind sicher jetzt? Also es sind keine Standorte sicher, sondern wir wünschen uns, dass Standorte, die in Erwägung gezogen wurden in der Diskussion im Stadtbezirk Lindenlämmer und dort natürlich in der politischen Diskussion, dass die ernsthaft geprüft werden. Das ist einmal der Standort der IGS, wo sie jetzt ist, am Lindener Berg mit eventuell angrenzenden Flächen. Es hat einen Vorschlag in der öffentlichen Diskussion gegeben, den Schnellweg zu überbauen und dort nahe des Sportgeländes Flächen zu nutzen. Es gibt am Lindener Berg auch nahe des Friedhofs noch eine Fläche und es kann unter Umständen noch andere Flächen geben, die nahe sind für Schülerinnen und Schüler, besonders aus Lindenlimmer, aber auch für andere gut zu erreichen sind. Und die wünschen wir uns, dass die wirklich sehr ernsthaft angeguckt und geprüft werden. Jetzt sind Sie ja auch Ratsfrau für den Stadtbezirk Lindenlimmer. Was sagen denn die Anwohner eigentlich zu diesen neuen Standorten? Weil eine Schule bringt ja auch immer einen gewissen Lärmpegel mit sich. Also direkte Reaktionen zu konkreten Standorten, wie wäre es, wenn die Schule da wäre im Alltag, die gibt es zurzeit so noch nicht, aber es gibt eine sehr lebhafte und interessierte Diskussion aus der Bevölkerung heraus auch, von Eltern, von Schülerinnen und Schülern, aber auch einfach Menschen in Lindenlimmer, die sich für die Schule interessieren, die sehr wohl über Vor- und Nachteile solcher Standorte diskutieren. Jetzt könnte ein Neubau ja erst ab 2030 entstehen, das hat die Stadt schon mitgeteilt. Ist denn so lange überhaupt noch ein Schulbetrieb im alten Gebäude möglich? Der Schulbetrieb ist sicherzustellen durch die Maßnahmen, die ich angedeutet habe. Da steckt der Teufel im Detail. Das ist so. Der ist sicherzustellen. Die Schule existiert dort ja auch. Wir wünschen uns, dass tatsächlich bis Ende nächsten Jahres Standorte geprüft werden, ernsthaft geprüft werden, das im Bezirksrat und in den Ratsgremien auch vorgelegt wird von der Stadt, damit danach die Vorbereitung und Planung losgehen können. Wenn man sich die IGS Mühlenberg, die ehemalige IGS, alte IGS noch vor Augen führt, ein Bau aus den 70er Jahren, hat das dort auch einen Vorlauf von einigen Jahren gebraucht, bis die neue Gesamtschule dort gebaut wurde mit einem Volumen von rund 60 Millionen Euro. Also ich bringe das Beispiel nur, um zu zeigen, das ist schon auch ein komplexes und großes Thema. Das braucht eine Vorbereitung. Wir wollen als SPD aber ganz klar, dass all das in die Richtung getan wird, damit dann wirklich spätestens ab 2030 auch diese IGS errichtet wird. Gibt es eigentlich bestimmte Kriterien, die ein Neubau erfüllen muss, zum Beispiel in Richtung Inklusion oder auch neue Unterrichtskonzepte? Also erstmal ist es uns wichtig, dass von der Größenordnung die Schule auch so ist, dass sie 6 Züge pro Jahrgang auch sozusagen, also 6 Klassen pro Jahrgang haben kann, 6-zügig, wie jetzt 6- bis 7-zügig auch ihren Schulbetrieb leisten kann. Und dann ist es heute schon so, dass die IGS Linden von ihrem inhaltlichen pädagogischen Ansatz sich sehr stark auf Inklusion, Integration und auch die individuelle Förderung der Kinder ausrichtet. Und all das, was man dazu braucht, das wünschen wir, dass das räumlich, baulich hergestellt wird. Denn da hat die IGS, ja, naja, Schwächen ist schwer zu sagen. Es ist ein altes Gebäude und als es gebaut wurde, war es nicht darauf ausgerichtet. Und die Schulleitung, die Menschen, mit denen wir in der Schule reden, sie zeigen uns sehr plausibel auf, dass das, was sie tun und noch besser machen wollen, in diesen Räumen nicht gut machen können. Das heißt, entsprechender Platz und spezielle Räume und Ausstattung sollen dann auch bereitgestellt werden.
Die Ampelgruppe im Rat fordert ein Konzept für den Neubau der IGS Linden. Das war die SPD-Ratsfrau für den Stadtbezirk Linden-Limmer und die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Christine Kastning. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank fürs Gespräch. Einen Familienbetrieb erfolgreich fortzuführen ist keine leichte Aufgabe und vor allem nicht jedermanns Traumvorstellung. In Tom Sommerlattes Bruder-Schwester-Herz illustriert der Regisseur genau dieses Spannungsfeld anhand eines Geschwisterpaars, das die Viehzucht des Vaters übernehmen muss. Die Situation eskaliert, als deutlich wird, dass die Zukunftsvorstellungen der beiden Protagonisten in verschiedene Richtungen führen. Unser Filmtipp. Bring meine Trollers ab jetzt auch mal mit nach Hause. Machst du doch eh ständig. Ja, zum Vögeln. Aber morgens sind sie dann wieder weg. Das haben wir doch bisher immer so gemacht. Mit Chris ist es halt was anderes. He kills with a kiss. Ein Riesenapplaus für Lilly. Dein Bruder, der könnte eine eigene Fernsehshow haben. Das wäre ein richtiger Mega-Hit. Ja, nur leider sehe ich diese Show schon seit über 30 Jahren. Und schon mal gelangweilt? Ich könnte zur Abwechslung durchaus mal umschalten. Die Geschwister Franz und Lilly haben einen Hof und einen Haufen Probleme. Mit dem Hof, aber zurzeit vor allem miteinander. Es läuft wirtschaftlich nicht gut genug, obwohl sich beide für den Hof aufreiben. Wie viel haben wir denn? Knapp 50 Kilo. Und wie viel haben wir letztes Jahr verkauft? Um die 80. Ich hab dir letztens schon gesagt, dass es knapp wird. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt nicht hyperventilieren, Sophie. Pack einfach 30 Kilo Hüftsteaks dazu und fertig ist der Lack. Trotz eines sehr guten Casts, Karin Hanschewski als Lilly allen voran, geht Bruder Schwesterherz nicht so sehr ans Eingemachte wie der Debütfilm von Tom Sommerlatte. Der Hervorragende im Sommer wohnt er unten. Auch geht es nicht um zwei Geschwister, die sich mittlerweile fremd geworden sind, sondern um das Gegenteil. Im Grunde war die Idee, zu sagen, wir haben hier eine Geschwisterbeziehung, die an sich nichts Schlimmes hat an sich. Ja? Weil diese Geschwister haben eine sehr innige, aber eben auch gleichzeitig eine sehr, unschuldige Beziehung. Aber sie verstört uns Zuschauer, weil sie für deren Alter eben doch zu innig ist. Also für Bruder und Schwester eben in dieser Beziehung zu sein. Und mich hat es halt interessiert, eben gerade eben auch, weil im Sommer wohnt er unten das Gegenteilige beschrieben hat, wo die Geschwister sich irgendwie schon ein bisschen fast auseinandergelebt hatten, eben das Gegenteilige zu erzählen, dass sie zu eng sind und sich zu sehr brauchen, als dass sie eben ein normales Leben führen könnten, wie wir es als Gesellschaft zumindest für normal betrachten. Hast du ihn? Letztens hat er sogar zwei. Ich wollte kein Inzestdrama, ich wollte eine Coming-of-Age-Geschichte. Weil das ist für mich viel interessanter. Die anderen Geschichten gibt's schon. Na Jungs, zieht Franz euch mal wieder das Höschen aus? Hast du was anderes erwartet? Du kannst immer noch mitmachen. Ich spiele Cash Game. Hast du Lust? Na, musst du mir aber noch mal die Regeln erklären. Keine Anfänger am Tisch. Dann spielen Chris und ich halt ein anderes Spiel, oder? Oh ja, da habe ich durchaus Lust zu. Gute Nacht, Jungs. Nacht. Die Herren. Bruder, Schwesterherz ist am Ende eine leichte und leicht romantisierende Beobachtung von Landbewohnern. Mit Anleihe am Western. Unterhaltsam und, ja, ein Coming of Age. Also wir schauen Geschwistern zu, die einen, wenn auch späten, Abnabelungsprozess durchmachen. Aber so richtig überzeugend fand ich den jetzt nicht. Schade eigentlich, denn dass Regisseur Tom Sommerlatte tiefgründig und lustig vereinen kann, hatte er in seinem Debütfilm eigentlich schon bewiesen. Und zum Schluss gibt's noch einen Veranstaltungstipp. Die Pflegekinderdienste von Region Hannover, Stadt Laatzen und Langenhagen suchen regelmäßig gemeinsam Pflegeeltern für Kinder, die nicht in ihren Familien aufwachsen können. Derzeit leben in der Region Hannover über 350 Kinder in Pflegefamilien. Morgen ab 18 Uhr gibt es im Stadthaus Laatzen am Marktplatz 2 einen Informationsabend zum Thema Leben mit Pflegekindern. Der Pflegekinderdienst der Region Hannover stellt vor, aus welchen Gründen Kinder in eine Pflegefamilie kommen, welche Rechte und Pflichten Pflegeeltern haben und wie sie vom Jugendamt unterstützt werden.
Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sehen uns morgen Abend wieder, wie immer um 18:45 Uhr hier auf H1. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie's gut.